So, heute geht es um dieses Objektiv, das 23 mm f1.2 RLMWR, ja, ich weiß, ein sehr langer Name, von Fujifilm. Ich habe das Objektiv jetzt seit 2 Wochen im Einsatz und möchte mit euch darüber sprechen, wie denn mein erster Eindruck ist, beziehungsweise meine Meinung. Sprich, das wird ein kleines Review. Und ja, vielleicht noch ein kleiner Disclaimer vorweg, also Hashtag Transparenz. Ich habe mir das Objektiv von meinem eigenen Geld gekauft und ich werde hier auch meine eigene Meinung sagen. Also Fujifilm hat mich hier nicht bezahlt oder so. Also das, was ich hier sage, ist alles meine Meinung. Und dann würde ich sagen, alle Disclaimer wurden disclaimed, legen wir los. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Michi, ich bin Hobbyfotograf aus Leidenschaft und ich möchte jetzt auch ein bisschen mehr Street Photography machen. Und da habe ich mich natürlich ein bisschen umgesehen und umgehört, weil ich natürlich wissen möchte, was brauche ich denn für eine Brennweite oder was ist so die perfekte Brennweite oder kommt schnell 35 mm. Ja, 35 mm bezogen auf was? Das ist die Frage, die ich mich immer stelle bei sowas. Aber natürlich weiß ich, Vollformat ist gemeint. Ich fotografiere und arbeite ja mit dem Fuji X-System. Heißt, ich habe eine APS-C-Kamera. Durch den Crop-Faktor entspricht ja ein 35 mm Kleinbild-Optik. Entspricht ja eine 23 mm APS-C, also heißt genau, was dieses Objektiv ist. Und für 35 mm, beziehungsweise bei mir sind es jetzt 23 mm und ich werde in diesem Video auch nur noch von 23 mm reden, weil halt einfach. Und ja, das ist so der perfekte oder die perfekte Look, die perfekte Optik für ja, Reportage, heißt Street Photography, Hochzeitfotografie und das immer drauf Objektiv, könnte man so sagen. So, ich würde sagen, ich lese euch einfach hier mal die Zahlen und Fakten vor. Wir haben 23 mm APS-C, entspricht einer Kleinbildoptik von 35 mm. Das Objektiv wiegt 375 Gramm, beziehungsweise ich habe es gewogen hier, so wie ich jetzt hier in Hand halte, mit Gegenlichtblende, beziehungsweise eigentlich heißt es Streulichtblende, mit den ganzen Deckeln war ich bei 400 Gramm, eine Länge von 77,8 mm und eine Filterdurchmesser von 58 mm. Wir haben hier den optischen Aufbau, haben wir 15 Elemente in 10 Gruppen, 2 sphärische Linsen und 3 ED-Gläser. Die Nahanstellgrenze beträgt 19 cm, was finde ich echt geil ist, 19 cm. Zum Vergleich, so ein Makroobjektiv, so ein 50 mm Makroobjektiv, das es zum Beispiel von Carl Zeiss gibt, ist ein geiles Objektiv, was ich ja für meine Sony hatte, hat 15 mm, also ist echt geil. Und die Besonderheit hier, wir haben hier einen Linearmotor, sprich hier in dem Objektiv sind Magnete und hier wird nichts mehr physisch bewegt, sondern das wird alles hier in dem Objektiv gemacht. Ja, und dann würde ich sagen, gibt es jetzt hier einfach mal ein paar Beispielbilder, dass ihr euch auch mal einen Eindruck verschaffen könnt. Die Bilder sind alle natürlich die JPEGs out of camera und dann wünsche ich euch viel Spaß. So,
da bin ich wieder und ich bin echt fasziniert, was da für Bilder rauskommen. Die Qualität ist echt der Hammer und ja, das Objektiv fühlt sich auch haptisch sehr, sehr wertig an. Der Blendenring, der ja Standard bei den Fujifilm-Objektiven ist, der geht auch richtig schön mit Klicks. Der Blendenring, der Fokusring, für meine Begriffe geht er ein bisschen zu leicht, habe ich beim 18mm auch schon gesagt. Dass ich, mit dem ich by the way auch gerade filme, könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Bild jetzt so findet. Also, ja. Die Gegenlichtblende, Streulichtblende, dieses Plastik, finde ich ein bisschen schade. Ich werde mir da noch diese Metall-Gegenlichtblende kaufen, die es auch für dieses Objektiv gibt. Ja, und dann vielleicht noch ganz kurz zu den Buchstaben. Also R bedeutet Blendenring, LM ist der Linearmotor und BR heißt wetterresistent. Heißt, wir haben hier so eine kleine Gummilippe und das Objektiv ist gegen Spritz, Wasser und Staub geschützt. Und ja, für so eine immer drauf Objektiv ist das auch gut, wenn das wetterresistent ist, weil das benutzt man eben draußen und auch eben mal in Gebieten, wo es vielleicht staubiger ist. Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn man ein Objektiv hat, das auch diesen BR hat. So, dann war es das schon wieder für heute. Bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Michi. Peace and out. Out.